Liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, heute am Freitag, dem 16. September, melde ich mich nicht aus dem Rathaus, sondern Sie können es im Hintergrund erahnen, aus den wunderbar neuen Räumen im neuen Kindergarten hier in Schönbrunn. Und man kann das auch ein bisschen hier links und rechts wahrscheinlich schon sehen, dass also hier alles ganz modern und wirklich schön gestaltet worden ist, mit Ausblick aus großen Fenstern ins Grüne auf die Luisenburg. Und ich glaube, dass wir hier für unsere Kleinsten in Schönbrunn ganz, ganz tolle neue Räume, einen ganz tollen neuen Kindergarten geschaffen haben. Und ich möchte Sie alle ganz herzlich einladen, nächste Woche am Sonntag, dem 25. September, zum Tag der offenen Tür hier im Kindergarten in Schönbrunn. Und dann können Sie sich auch einen Eindruck von diesen schönen neuen Räumlichkeiten hier verschaffen. Auch sonst war das eine ganz erfreuliche Woche, denn wir haben in dieser Woche die WunH 2 in Betrieb genommen. Diese Woche ist also die Wasserstoffproduktion in Wunsiedel offiziell gestartet. Wir hatten als besonderen Ehrengast Markus Söder, unseren Ministerpräsidenten, auch hier dabei. Und er hat als Geschenk zur Eröffnung mitgebracht 15,5 Millionen Euro für den Aufbau des Future Energy Lab, also für den Technologiecampus Wunsiedel. Hier in Wunsiedel wird ja in Zukunft daran geforscht werden, wie wir aus den Erfahrungen des Wunsiedler Wegs der Energie auch neue Konzepte und neue Umsetzungsmöglichkeiten auch für andere Gemeinden und Städte in Bayern entwickeln können. Und nicht zuletzt auch diesen Zweck hat das Future Energy Lab. Mit diesen 15,5 Millionen Euro werden wir jetzt also auf die ersten 5 Jahre diesen Technologiecampus aufbauen, gemeinsam mit der Uni Bayreuth in der Federführung, und werden schon im kommenden Jahr hier mit einer zweistelligen Anzahl von Forschungsmitarbeitern starten. Das bedeutet also hochwertige neue Arbeitsplätze auch für unsere Stadt. Und wir werden das auch im Stadtkern zunächst aufbauen. Und in der Zukunft, ab Mitte des Jahrzehnts, soll ja dann das Future Energy Lab auch auf dem Gelände des ehemaligen Unglaub-Möbelhauses dann auch einziehen. Das heißt, auch hier ein ganz wichtiger Beitrag für unsere Stadtentwicklung. Also großer Grund zum Feiern. Einerseits 15,5 Millionen Euro des Freistaats Bayern für das Future Energy Lab. Da sage ich herzlich Danke. Und zum anderen eben natürlich auch, endlich geht der Wasserstoffbetrieb an den Start. Der Wasserstoff wird uns einerseits als Speichermedium, aber andererseits auch als Substitut, als Ersatz für Erdgas in der Industrie ab sofort helfen, Stück für Stück unabhängiger von Gaslieferungen zu werden und auch Stück für Stück natürlich dann unabhängiger von Preisschwankungen und von Versorgungsunsicherheit in Wunsiedel. Und ein dritter sehr freudiger Anlass in dieser Woche ist, dass wir endlich die Zollbrücke über die Röslau wieder in Betrieb nehmen konnten. Hier musste saniert werden, hier wurde eine neue Brücke errichtet und jetzt endlich ist also hier die Überquerung der Röslau an dieser Stelle zu Fuß oder mit dem Rad auch wieder möglich und auch hier endlich wieder eine Verbesserung im Fuß- und Radfahrerverkehr. Dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler in dieser Woche in der Jean-Paul-Schule besuchen zu können. Unsere ABC-Schützen sind gestartet, haben die erste Schulwoche jetzt hinter sich und ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Freude in diesem Schuljahr und möchte auch nochmal an Sie, liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, appellieren, auch besonders auf die Kleinsten jetzt im Straßenverkehr ganz besonders Rücksicht zu nehmen. Ich hatte außerdem meine Bürgersprechstunde in dieser Woche, die regelmäßig stattfindet, hier im Rathaus im Dienstzimmer und habe mit einigen Bürgerinnen und Bürgern wieder über ihre Anliegen sprechen können. Ich mache das sehr gern, weil mir das einfach wichtig ist, mit Ihnen im direkten Kontakt zu stehen und Ihnen auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal im direkten Draht helfen zu können. Und die Termine werden immer im Wunsiedler veröffentlicht und ich freue mich da sehr auf Ihren Besuch. Außerdem habe ich ein sehr spannendes Gespräch auch gehabt, gemeinsam mit unserem Wohnimmobilien-KU und der Bauvereinigung Baugenossenschaft Wunsiedel. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie wir in Zukunft den Wohnungsmarkt in Wunsiedel gestalten, miteinander, aber eben auch unabhängig voneinander. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir hier im engen Austausch und im engen Kontakt stehen, um also für den Wohnungsmarkt, für bezahlbaren Wohnraum in Wunsiedel dann auch in den nächsten Jahren das Beste zu erreichen. Und gerade auch zum Thema Wohnraum und zum Thema Bauplätze habe ich in dieser Woche auch ein weiteres Mal ein sehr hoffentlich fruchtbringendes, aber ein sehr gutes Gespräch
gehabt zum Thema Kasernengelände. Sie wissen das, also ich bemühe mich hier nach wie vor sehr intensiv, dass wir am Kasernengelände Wohnraum, Bauplätze für Familien schaffen. Und ich hoffe, dass wir in dieser Woche hier wieder ein ganz kleines Stückchen weitergekommen sind. Wir bleiben dran. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen für dieses Wochenende am Sonntag um 18 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus. Wir werden hier gemeinsam mit Wohnsiedel ist bunt einen öffentlichen Infoabend für die Aktivitäten von Wohnsiedel ist bunt in diesem Jahr abhalten. Und dazu lade ich Sie ganz herzlich ein und wünsche Ihnen jetzt, liebe Wohnsiedlerinnen und Wohnsiedler, ein schönes, sonniges, hoffentlich Wochenende. Erholen Sie sich gut. Nächste Woche an dieser Stelle sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.